Herrn MdW Dr. Tobias Lindner, Herrn MdW Norbert Schindler und Herrn MdW Johannes Steininger. Es freut mich außerordentlich, dass Sie als Vertreter des Gremiums, das über die Einsätze unserer Streitkräfte entscheidet, Zeuge des öffentlichen Bekenntnisses unserer jungen Soldaten sind. Aus dem Bereich der Landespolitik begrüße ich die Abgeordnete des Rheinland-Pfälzischen Landtages, Frau MdL Brigitte Hein. Herzlich willkommen, Frau Abgeordnete. Ein Willkommen kann ich dem Nächsten, den ich nun persönlich nennen möchte, gar nicht entgegenrufen, denn es steht mir nicht zu, denn als der Neustädter Bürgermeister ist er heute der Gastgeber. Ich begrüße ihn aber stellvertretend für alle anwesenden Bürgermeister. Herr Bürgermeister Rüttlingshöfer, nochmals danke für die Möglichkeit, das feierliche Erlebnis hier an dieser so malerischen Stelle durchführen zu können. Und vielen Dank, dass Sie sich als der heutige Glückwunschredner an unsere jungen Soldaten wenden werden. Stellvertretend für alle anwesenden Ortsvorsteher begrüße ich ganz herzlich die Ortsvorsteherin von Hambach, Frau Gerda Boll, zwischen Hambach und der 1. Kompanie. Das ist die, die dort direkt in den Ehrenzug und den Gewehren rechts daneben steht. Wie gesagt, zwischen dieser Kompanie und Hambach besteht seit Jahren eine lebendige Partnerschaft. Eine besondere Freude ist es mir, heute den unmittelbaren Vorgesetzten des Luftwaffen-Ausbildungsbataillons, nämlich den Kommandeur der bodengebundenen Verbände des Luftwaffen-Truppkommandos, Herrn Brigadegeneral Michael Schossmann, hier begrüßen zu dürfen. Für den territorialen Strang habe ich die Freude, den Kommandeur des Landeskommandos Rheinland-Pfalz, Herrn Oberst Erwin Mattes, begrüßen zu dürfen. Für die benachbarten Verbände begrüße ich Herrn Oberstleutnant Wolfgang Eder vom Elektronikzentrum der Bundeswehr, sowie die in Vertretung des Kommandeurs des AWC Abwehrbataillons 57 Baden, Herrn Hauptmann Tobias Kahle. Das ABC Abwehrbataillon 57 ist mit uns im regionalen Gelübdesverbund verbunden. Daher geloben heute Rekruten der Luftwaffe und der Streitkräftebasis gemeinsam. Vom Karrierecenter der Bundeswehr aus Stuttgart begrüße ich stellvertretend für dessen Leiter Frau Regierungsdirektorin Helena Görlitz und vom Bundesverdienstleistungszentrum Zweibrücken, dessen Leiter Herrn Regierungsoberamtsrat Hans-Helmut Lenzen. Für unsere Reservisten begrüße ich Herrn Oberst Bertram Steinbacher und vom Verband der Reservisten, Herrn Oberstabsgeber der Reserve, Rüdiger Tomaszewski. Für die zivilen Dienststellen darf ich heute den Präsidenten des Polizeipräsidiums Ludwigshafen, Herrn Polizeipräsidenten Thomas Ehrling, begrüßen, sowie vom Zollamt Germersheim, Herrn Zollamtsrat Robert Ott. Ich begrüße alle Vertreter der Presse und freue mich auf Ihre Berichterstattung. Abschließend begrüße ich und danke den Kameradinnen und Kameraden vom Heeresinsiegkorps 12 aus Bad Zürchheim, die unter Leitung von Herrn Oberstabsgeber Bernd Sieg, die heute unserem Appell wieder in bewährter Art und Weise einen würdigen musikalischen Rahmen verleihen und auch dafür, dass sie wieder einmal den langen Weg hierher auf sich genommen haben. So, und nun ist es soweit, dass sich der ausgestaute Applaus Bahn brechen kann. Kameraden und Kameradinnen des Luftwaffen-Ausbildungsbataillons und des ABC-Abwehrbataillons 57. Für mich ist dieses öffentliche Bekenntnis zu dem, was unseren Beruf ausmacht, immer der Zeitpunkt, zu dem die Soldat und Dienstherr ihren gemeinsamen Bund tatsächlich besiegeln. Der Tag, ab dem unsere Rekruten, also Sie, unabhängig von Ihrem Ausbildungsstand, endgültig zu unserer im wahrsten Sinne des Wortes eingeschworenen Gemeinschaft der Soldaten gehören. Ich persönlich freue mich, diesen so wichtigen Tag in Ihrem militärischen Leben mit Ihnen gemeinsam verbringen zu dürfen. Ich selbst habe vor 23 Jahren, ebenso wie Sie, mich dazu entschieden, diesen Beruf zu erwählen. Und wie Sie sehen, ist es eine Entscheidung fürs Leben geworden. In dieser langen Zeit gab es kaum Momente, in denen ich mit dieser Entscheidung gehadert hätte. Im Gegenteil, ich kann auf ein Berufsleben mit sehr viel Berufszufriedenheit zurückblicken. Ich wünsche Ihnen allen das Gleiche. Alles Gute in Ihrem weiteren Werdegang in unseren Streitkräften, vor allem aber allzeit Fortune und viel Soldatenglück. Horido!